Spaghetti. Heute Spaghetti mit Tomaten-Gemüsesoße. Wir werden die Spaghetti einmal halbieren, jetzt brauchen wir das Salzwasser. Dann waschen wir unser Gemüse. Bevor wir das Gemüse schnipseln, haben wir heute mal einen Tomatensaft gefunden. Beim Angebot, beim Netto. Nehmen wir den Tomatensaft in eine Sauteuse oder in den Topf und reduzieren den um die Hälfte ein. Dann wird aus dem Tomatensaft eine Tomatensauce. Wir schneiden das Gemüse und das werden wir dann anbraten, so wie dieses italienische Gemüse, das wir jetzt einmal gemacht haben. Anbraten. Wir hätten sonst nur einen Knoblauch, habe ich aber keinen da. Den wir anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen, mit Zucker, ein wenig karamellisieren, mit Essig, mit Balsamico-Essig ablöschen und dann mit der Tomatensauce auffüllen. Jo! Jetzt geht er weiter, der Martin Schneidenbach beliefert uns mit der Roulade. Alles klar. Alles gut, schau her, der Martin hat Roulade dabei, gibt es am Sonntag. Leider nicht für 6 Euro, kostet 9. Aber der Metzger Weidner und natürlich auch nur glückliche bayerische Rindviecher. Vielleicht ist er sogar selber ins, weiß ich nicht. Nein, ich komme gut aus. Liefert auch in schwierigen Zeiten. Und ein Partyservice normalerweise und gut gehen die Metzgerei, aber Partyservice wird im Moment auch nicht für sein, Martin, oder? Wenig. Aber wird schon wieder. Normalerweise kommt ja immer Freitagabend, wenn die Hütte voll ist, im größten Stress. Heute haben wir keinen Stress, weil die Hütte ist noch zu. Jetzt müssen wir hier einen Ofen machen. Hier sieht man schon die Tomatensauce, die ist köchelt. Dann die Pfanne drauf. Die Zwiebel habe ich natürlich nur vergessen. Ein Stückchen Zwiebel drauf. Und normalerweise der Knoblauch, aber das ist das Wichtigste, das kommt zum Schluss rein. Das ist etwas von unserem frischen Basilikum. Jetzt nehmen wir hier Pfanne, Schuss Öl rein. Bei den Nudeln werden wir mal weg umrühren. Und nehme die Tomatensauce oder jetzt hat noch Tomatensaft, geben wir ein wenig Gemüsebrühe. Wenn ich es Italiener zuschaue, dann werden sie sagen, was macht denn der Füßel da? Gehen wir nie wieder hin. Aber ich muss sagen, meine italienischen Freunde, wenn sie mal kommen, essen auch einen Grillteller bei mir und keine Tomatensauce. Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Grüße hier an meinen italienische Kumpel in Neustadt an der Waldnab, Pizzeria Cino. Haben wir jetzt wieder Pizza geholt, ein Traum. Bei uns in der Wirtschaft gibt es nur Mittagessen zum Abholen. Abend ist geschlossen. Ja, schon schmeißen wir die Zwiebel rein. Und dann das Gemüse dazu. Und dann mal das Ganze mal ein bisschen brutzeln. Und sechs Sätze, je hochwertiger und aufwendiger das Essen wird, desto mehr schmieren wir ein. Der Hintergrund ist immer nur meine kaputte Lüftung, aber da ich gerade meinen Parkplatz renovieren muss, ich schauen, ob da übrig ist für die Lüftung. Sonst gibt es irgendwann einen Ohrenschützer.
Okay, jetzt der Franzi macht einmal eine Nahaufnahme und dann ist eine Musik dahinter. Basilikum. Super schön von der Seite. Nur da haben wir in der tolle Leine geschüttet, da nehmen wir ein wenig Wasser rein. Dann hält die auch ein paar Tage. Da braucht man nicht sparsam sein. Wenn wir gut durchhaken, dann gehen wir rüber zu unserer Gemüsegeschichte. Dann hier Zucker dazu. Karamellisiert. Schau dir da jetzt so eine Hürden kocht das Gemüse gleich wieder drauf. Aber. Keine Angst, ich bin Feuerwehrmann. Aber jetzt ist er vielleicht ein wenig zu viel. Wenn wir es einköcheln. Die Nudeln sind jetzt noch gut al dente. Und jetzt kommt das Wichtigste, wir kochen diese Nudeln in der fertigen, in der Soße fertig. Balsamico-Essig habe ich wieder vergessen, ne? Okay. Also, was haben wir gemacht? Wir haben das Gemüse anbraten, den Tomatensaft ein wenig reduziert, dass er dickflüssiger wird. Gemüse angebraten, die Nudeln kocht. Noch gut al dente, das Gemüse angebraten, mit Zucker karamellisiert, mit Essig abgelöscht. Dann den Tomatensaft rein. Dann die Nudeln dazu. Wenn jetzt die Nudeln ohne Ei wären, was ja bei den meisten Italienern der Fall ist, dann wäre das jetzt unser veganes Gericht. Ja? Der Veganer auch mal wieder was, wenn er schon mal Soja wäre, kommt ja nichts mehr von Chinesen. So. Und jetzt geht man in die ganze Geschichte. Fertig. Mediterranes, frisches Gemüse mit Tomatensauce und Nudeln. Sachhaft 10 Minuten. Gesund. Wenn ihr einen Käse drüber, dann ist natürlich nichts mehr für Veganer. Ansonsten gibt es das als Hauptgang oder ich zeige euch morgen, was man nun passendes dazu machen könnte. Das
Bald den Bock auf ein Männchen. Leider, ich wünsche euch alles Gute in dieser schweren Zeit. Durchhalten, nachkochen, cool bleiben. Macht es gut, bis bald. Servus.